Moin Leute, euer Wombat wieder am Bambus und heute zeige ich euch einen Giftcast to Friends. Und zwar einen Giftcast to Friends, wo ihr mal nicht das MOC braucht. Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr selten. Und Leute, am Ende des Videos sage ich euch noch was ganz Wichtiges zum Giftcast to Friends Stream. Also bleibt dran. Aber gut Leute, bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich euch ja schon mal bitten, einen fetten Like fürs Video dazulassen. Und außerdem Leute, für die, die ich noch gar nicht abonniert haben, abonniert mich, sonst verpasst ihr die krassesten Glitches ever in GTA. Aber ich würde sagen, wir fangen doch mal an. Was braucht ihr denn für diesen Glitch? Für diesen Glitch braucht ihr eine volle Basis. Und in dieser vollen Basis, Leute, muss ein Straßenfahrzeug stehen. Warum ein Straßenfahrzeug? Das Straßenfahrzeug ist nicht versichert und genau das hier ist der Punkt. Das Fahrzeug in der Basis, was für diesen Glitch verloren geht, darf nicht versichert sein. Außerdem braucht ihr für diesen Glitch auch noch das Casino Penthouse. Ihr braucht für diesen Glitch klar auch noch einen Freund und optimalerweise hat euer Freund natürlich auch das Fahrzeug, was ihr gerne hättet. Habe das Ganze sehr gut. Das bedeutet, wir können mit dem Glitch anfangen. Als erstes sind wir jetzt in irgendeiner Sitzung. In der Aufnahme war ich jetzt mit meinem Kollegen in einer Freundessitzung. Seid jetzt beide in dieser Sitzung, müsst ihr zuerst zu eurer Basis fahren. Denn wir müssen jetzt hier dieses besagte Straßenfahrzeug jetzt in unsere Basis reinstellen, falls ihr das Ganze doch nicht gemacht habt. So, ist es auf jeden Fall ein Straßenfahrzeug in eurer Basis, was natürlich nicht versichert ist. Und ansonsten muss die Basis voll sein, Leute, ganz wichtig. Dann fahren wir jetzt zum Casino. Dann sind wir jetzt beim Casino angekommen, verglitschen wir uns jetzt für diesen Giftcast to Friends. Das bedeutet, wir gehen ins Casino rein. Seid ihr im Casino angekommen, geht jetzt auf Handy, geht auf Kontakte und ruft Geralt an und fordert einen Job an. Falls ihr bei Geralt keinen Job anfordern könnt, mit Simeon soll das Ganze auch gehen. Habt ihr einen Job bekommen, dann geht jetzt aufs Handy, geht auf Jobliste und geht auf diesen Job, so dass ihr noch einmal X drücken müsstet, um diesen Job anzunehmen. Habt ihr das Ganze, geht jetzt ins PlayStation-Menü, geht jetzt hier auf Freunde, auf Suche und sucht jetzt den Bot, denn wir brauchen jetzt jemanden, der in einer Einladungssitzung chillt in einem anderen Zielmodus. Das bedeutet, wir geben jetzt hier den Botnamen mal ein, Anabag1P5. Das ist der Bot für die PlayStation 5 und keine Sorge Leute, für die PlayStation 4 gibt es auch einen Bot, den Namen habe ich in der Videobeschreibung reingeschrieben, also checkt's mal aus. Haben wir jetzt den Bot gefunden, gehen wir es auf sein Profil und treten den jetzt bei. So, je nachdem wie schnell euer Internet ist, kann das mal länger oder kürzer dauern, aber in meinem Fall habe ich jetzt ca. 4 bis 5 Sekunden gewartet und nehme jetzt den Job übers Handy an. Beim Laden in den Job werden jetzt aber auch gefragt, möchten wir die Sitzung von unserem so gesehen Freund beitreten, also dem Bot, dann sagen wir natürlich auch die ganzen Meldungen mit Ja. Und wenn alles funktioniert, Leute, wenn alles funktioniert, dann müssten wir wieder zurück im Casino spawnen. Aber wenn wir jetzt aufs Handy gehen, auf den Job gucken, müsste da stehen, geschlossen. Gut, in meinem Fall hat es auch nicht geklappt, weil ich das Timing nicht hinbekommen habe. Ist aber auch nicht schlimm, denn wir versuchen es einfach direkt noch einmal. Das bedeutet, wir gehen wieder aufs Handy, Jobliste, gehen auf den Job von Geralt und uns noch einmal X drücken müssen, um zu starten. Dann gehen wir wieder ins PlayStation-Menü, suchen unseren Bot raus und so weiter und so fort. So, ich warte jetzt wieder so circa 4 bis 5 Sekunden, nachdem ich dem Bot beigetreten bin. Und nehme jetzt die Handy-Meldung an und nehme jetzt die ganzen Meldungen vom Bot an. Und ich spawn wieder zurück ins Casino und zack. Ihr seht es, ich habe es auf Handy geschlossen. Wenn ihr das Ganze habt, sehr gut. Denn als nächstes müssen wir jetzt zum Aufzug gehen. Und zwar so, dass oben links das Menü kommt, das ihr ins Penthouse möchtet. Wenn ihr dieses Menü habt und Penthouse ausgewählt ist, drückt jetzt die Optionstaste, geht auf Online, schneller Beitritt. Und ihr werdet merken, dass die ganzen Jobs nicht mehr sichtbar sind. Sprich, ihr könnt gar nicht auf schneller Beitritt gehen oder sonst irgendwas. Ist alles ausgegraut. Und jetzt müsst ihr einfach warten. Das Ganze dauert so circa 2 bis 3 Minuten. Ihr könnt auch gerne mal kurz rausgehen, wieder reingehen, um zu testen, ob es wieder sichtbar ist. Ganz wichtig an dieser Stelle, ihr dürft das Optionsmenü nicht schließen. Ganz wichtig, nicht schließen. So, habt ihr die Zeit abgewartet und ihr seht es auch hier bei mir. Es ist jetzt wieder sichtbar. Dann drücken wir jetzt hier Kreis, drücken nochmal Kreis, so dass das Optionsmenü ausgegraut ist, so dass wir noch einmal Kreis drücken müssten, um das zu schließen. Und drücken jetzt Kreis und spammen sofort X. Also X, 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 X. Das Ziel der Sache ist, dass wir in den Aufzug reinkommen, sprich, dass wir das Penthouse ausgewählt haben. Und beim Aufzug reingehen, werden wir in den Job geladen von Geralt, den wir damals übers Handy ja angenommen haben. Und wenn bei euch alles funktioniert hat, müsste das Ganze bei euch genauso aussehen wie bei mir, dass wir im Hintergrund den Aufzug haben, aber im Job sind. So, jetzt gehen wir auf den Job einfach wieder raus und ihr werdet merken, dass wir durch die Map fahren und vor dem Casino spawnen.
So, zum jetzigen Zeitpunkt sind wir zwar glitched für den GIF-Cast to Friends, das seht ihr anhand der Minimap, da die nicht mehr funktioniert. So, als nächstes müssen wir jetzt zu unserer Basis. Denn auf dem Weg zu unserer Basis hin sollten wir uns jetzt auch ein neues Straßenfahrzeug suchen, was theoretisch auch in die Basis reingefahren werden kann. Also zum Beispiel, was ihr jetzt hier gerade im Video seht, die Banshee, würde jetzt zum Beispiel nicht funktionieren. Deswegen sucht euch am besten ein anderes Fahrzeug. So, habt ihr jetzt ein anderes Fahrzeug gefunden, was auch in die Basis reingefahren werden kann, fahrt jetzt einfach zum gelben Punkt, so dass ihr die Meldung bekommt, ey, möchtest du reinfahren? Die Garage ist ja voll und so, ne? Und wenn ihr diese Meldung habt, dann bleibt ihr auch in dieser Meldung. Denn jetzt kommt der Part vom euren Freund. Denn euer Freund muss euch, so komisch wie es klingt, euch umwerfen. Also sprich mit dem Auto, dass das Auto auf dem Dach liegt. Also so umwerfen halt, ne? Und das macht man am besten mit einem Spezialfahrzeug, zum Beispiel einem Ramp Buggy oder diesen LKW von Spezialfahrzeugen, ihr wisst, was ich meine, so dass ich einfach easy umschmeißen kann. Gut, in meinem Fall hat das tatsächlich ein bisschen länger gedauert, da sich mein Kollege dezent darüber beschwert hat, warum ich ein SUV genommen habe und nicht irgendwie ein kleineres Straßenfahrzeug. Gut, an der Stelle habe ich gesagt, man kann auch einfach fähige Freunde suchen, die bei diesem Glitch einhelfen. Aber generell lasse ich euch die Diskussion später auch mal durchführen, wenn euer Freund auch ein bisschen länger braucht, um euch umzuschmeißen. Gut, hat euer Freund das okay gegeben, dass ihr umgeschmissen seid und noch, ich sag's mal, in der Nähe der Plattform seid oder auf der Plattform am besten, dann könnt ihr jetzt hier X drücken, so dass ihr so gesehen in die Basis rein wollt. Aber es wird nichts passieren, denn ihr liegt ja auf dem Dach. Denn jetzt steigt ihr mit Dreieck aus. Und ganz wichtig, Leute, ihr dürft jetzt nicht diesen gelben Kreis berühren zu Fuß, weil sonst wäre der GIF-Cast to Friends kaputt. Denn als nächstes besteht jetzt euer Straßenfahrzeug aus der Basis. Denn euer Freund zerstört dieses Fahrzeug. Denn das Straßenfahrzeug aus der Basis wird ja beim Casino spawnen, sprich euer Freund fliegt am besten mit der Oppressor dahin und zerstört das Ganze kurz, das ist ganz easy. Als nächstes bestellt jetzt euer Freund das Fahrzeug, was ihr gerne hättet und Leute, ich nehme jetzt hier die Oppressor MK2, da wir später bei GIF-Cast to Friends streamen die Oppressor MK2 in unseren MOC brauchen. Und deswegen würde ich euch auch hier empfehlen, diesen Glitch zu machen, damit ihr Oppressor MK2 auf dem Garagenstellplatz habt und nicht normal im Terabyte. Aber gut. Euer Freund ist jetzt da, denn euer Freund muss jetzt das Fahrzeug auf den gelben Punkt platzieren. Also sprich, ihr müsst ihn auch ein bisschen lotsen, denn er sieht diesen Punkt ja nicht. So, wenn euer Freund so gesehen mittig drauf ist, sagt ihr Bescheid, ey yo, kannst parken, passt. Denn als nächstes müsst ihr so gesehen Dreieck drücken, so dass euer Charakter ins Fahrzeug einsteigt. Und wenn euer Charakter ins Fahrzeug eingestiegen ist, müsstet ihr sofort in eure Basis reingezogen werden. Und wenn ihr reingezogen worden seid, werdet ihr einen unendlichen Blackscreen haben. Und Leute, dieser Blackscreen geht auch nicht mehr wieder weg. Das bedeutet, wir müssen tatsächlich über 15 Minuten warten, bis wir wegen Inaktivität rausgekickt werden. Das bedeutet, euren Controller mal hübsch zur Seite stellen und vor allem liegen lassen, nicht berühren. Seid ihr nach 15 Minuten rausgeflogen, werdet ihr eine Meldung in GTA haben. Diese Meldung könnt ihr einfach mit X bestätigen. Ihr werdet in einer neuen öffentlichen Sitzung spawnen und das Fahrzeug steht bei euch jetzt in der Basis. Aber Achtung, Leute! Das Fahrzeug ist aktuell nicht versichert, da das Fahrzeug, was ja für diesen Glitch so gesehen verloren ist, war ja das Straßenfahrzeug, was nicht versichert ist und da es ja keine Versicherung gab, hat auch jetzt das neue Fahrzeug, was ihr von einem Freund bekommen habt, auch keine Versicherung. Also nicht kaputt machen, denn dann ist es weg. Am besten eine Versicherung drauf kaufen. Gut, auf der Oppressor geht das jetzt leider nicht, aber normalen Fahrzeugen, wenn es über diesen GIF-Cast to Friends macht, geht es natürlich schon. Aber gut, Leute, am Anfang des Videos habe ich ja gesagt, dass ich ja noch ein paar Informationen habe für den GIF-Cast to Friends Stream. Und zwar werden wir bei diesem GIF-Cast to Friends Stream natürlich nicht diesen Glitch machen. Dieser Glitch ist zwar generell super, aber er dauert zu lange für einen GIF-Cast to Friends Stream. Deswegen würde ich euch echt empfehlen, diesen Glitch zu machen, falls ihr keine Oppressor MK2 auf dem Garagenstellplatz habt. Denn später im Stream werden wir diese GIF-Cast to Friends machen, wie ihr hier gerade seht. Und deswegen, Leute, falls ihr es nicht habt, macht den Glitch mal kurz, weil dann könnt ihr nämlich auch den anderen Glitch machen. Aber gut, Leute, das waren so die wichtigsten Informationen rund um das Thema GIF-Cast to Friends und GIF-Cast to Friends Stream. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Aber ich bin raus, Leute. Euer Wombat. Ciao.